R-E-W-I-N-S-I-D-E. Digga, Thomas, ganz ehrlich. Langsam kann ich's voll gut. Wir versuchen das jetzt nochmal. Okay. Komm her. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Thomas, du darfst jetzt ganz... Das war dein Bad. Zum Glück habe ich Leute, mich rasiert. Ich habe euch unter dem letzten Video gefragt, ob ihr alle Reddit habt. Und es sieht so aus, als wäre ein Großteil der Leute in einem Subreddit anzutreffen. Ich werde mich die Tage mal darum bemühen, mir ein eigenes Subreddit zuzulegen, Leute. Da können wir dann gemeinsam Memes, lustige Hahas und Hihis austauschen. Ja, um lustige Hahas und Hihis geht es heute. Denn ich habe gemeinsam mit einem hochwissenschaftlichen Teams... Bruder, wenn du offen würdest, Sprachnotizen im Hintergrund abzuspielen, wäre es echt saugeil, weißt du? Hallo? Denn ich habe mich mit einem Expertenteam rund um die Internet-Subkultur Memes zusammengesetzt, Leute, und habe die Menschen möglichst besten Memes zusammengetragen, die mich in letzter Zeit zum Haha und Hihi bewegt haben. Und werde Thomas jetzt darauf reagieren lassen. Kurze Vorwarnung, es gibt vielleicht ein paar Sachen, die euch eventuell in irgendeiner Art und Weise triggern. Ich habe die ganz schlimmen Sachen auf jeden Fall außen vor gelassen, denn mein Humor ist dermaßen abgefuckt, dass ich den eigentlich nicht mit der Öffentlichkeit teilen kann. Thomas, beginnen wir mit dem ersten Meme. Du darfst jetzt gerne anfangen. Ich habe hier oben nochmal einen kleinen Ordner MC-Memes. Das sind nur Minecraft-Memes. Wenn ihr darauf Bock habt, Leute, auf eine extra Folge von Minecraft-Memes, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben dabei. Ich würde mich super darüber freuen, das gerne mit euch zu teilen. Thomas, beginnen wir mit dem ersten Bild und ich möchte jetzt deine Reaktion haben. Okay. Das ist auch auf jeden Fall auch schon wieder ein Minecraft-Meme. Ist stumpf, oder? Super gut. Ist stumpf, aber weißt du, das ist so ein Ding, wo man so lang scrollt, so... Man macht so kurz, nicht mal das, eigentlich macht man nur Folgendes, man bläst einfach nur schnell so Luft aus seiner Nase, so... Im besten Fall kommt da ein bisschen Rotze raus, wie bei mir gerade, dann lacht man auf jeden Fall schon darüber. Ist zum Einstieg auf jeden Fall ganz gut geeignet. Dann machen wir weiter, Thomas, hier. Das trifft auf jeden Fall komplett auf die YouTube-Kultur zu. Sag mal, das irgendetwas Retardetes. Ein paar Leute sind da. Und Giveaway. Komplette YouTube-Universum steht einfach um dich herum und hat Bock drauf. Man kann sich da natürlich fragen, warum so viele Leute Verlosungen im Dezember machen. Man Wieso machst nicht. Du sowas nicht? Weil tatsächlich die Leute auch so bei mir Schlange stehen ohne Giveaway. Das ist weh, ihr fangt an nach Giveaways zu fragen und ich werde ein scheiß Geld für euch ausgeben. Das finde ich auch extrem geil. Ich finde halt die Fotoabfolge extrem gut. So. Vielleicht nochmal hier kurze Übersetzung. Wenn jemand Scheiße über die Schweiz erzählt, du aber dich dann erinnerst, dass du neutral bist, ihr seht es, der Mensch, ich muss es nicht erklären. Ich glaube, so blöd seid ihr nicht. Machen wir weiter, Thomas, hier. Keine Ahnung. Kennst du den Zusammenhang? Ja, unangenehm, dass dein Wissen nicht so groß ist, aber es ist... Ja, ist allgemein... Nee, komm, machen wir einfach weiter, machen wir einfach weiter. Das ist auf jeden Fall mein Leben gewesen. No friend, fill in the checkers to fill in your heart. Ja, vielleicht kennt ihr viel gewinnt, Leute. Four Connect heißt es, glaube ich, vier in einer Reihe. Der Junge hat niemanden, mit dem er spielen muss, denn er darf halt einfach nur rote Chips zusammenstecken. Geiler wäre es, wenn die hier so ausgefüllt werden, dass es am Ende wirklich so ein Herz gibt. Oh, so ein gebrochenes Herz wäre auch ganz witzig, oder? Auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, das sind Leute, das sind Sachen, das ist jetzt nicht mein kompletter Humor. Nicht, dass ihr mich jetzt irgendwie für humorbehindert oder sowas haltet. Ich lache über sehr viel abgefucktere Sachen, die kann ich aber einfach nicht mit euch teilen, weil danach werdet ihr mich einfach nicht mehr als Menschen akzeptieren. Es sind ein paar Sachen dabei, wo ich mir schon denke, kann ich das überhaupt zeigen? Gehen wir weiter mit dem. Die fand ich halt auch extrem auch, fand ich halt einfach auch extrem geil. Das ist so. Mr. Mr. oder Bean Bean. Ja, vielleicht kennt ihr diese Meme-Folge Who Would Win. Diese? Ich weiß es nicht, Who Would Win Memes, aber dann gibt es halt immer noch diese Version, wo halt einfach eine Person komplett gespiegelt wird und da kommt dann Donald Donald oder Trump Trump oder sowas. Das ist halt extrem witzig, was dabei immer rumkommt. Finde ich auf jeden Fall, da kann man auch oder so. Oder Putup. Putup. Da kann man sich auch manchmal hinsetzen und einfach machen, auf jeden Fall extrem gut. Das feiere ich noch bis heute. Es ist schon uralt, aber ich finde es eines der witzigsten Bilder überhaupt. Okay. I've reached 300 meters under the sea. The pressure here is immense. All the cool kids do drugs. All the cool kids, you say? So, wenn ich das schlecht immer Fisch. Einfach mal kurz ins Deutsche übersetze. Das ist halt der Druck natürlich unter Wasser extrem groß, Leute. Und der Fisch ihn dazu zwar, sie zwingt, Drogen zu nehmen. Und wenn die ganzen coolen Kids das machen, muss er auf jeden Fall mitmachen. Mehr der soziale Druck. Ich glaube, das muss man nicht erklären. Wenn man es erklärt, ist es nicht mehr lustig, oder? Machen wir weiter! Also, danach ist es auf jeden Fall nicht lustig. Davor hier auf jeden Fall ein Bild aus meiner Kindheit. Fand ich extrem geil. Ich weiß halt nicht, ich finde dann diese Situationsbilder, wo einfach etwas komplett anderes drunter steht und ganz anders interpretiert wird, finde ich extrem witzig. Ich weiß halt nicht, es ist halt auch wieder super, super stumpf und die meisten Leute werden sich denken, hey, warum lachst du über sowas? Keine Ahnung, mein Leben ist sau traurig, mehr habe ich halt nicht. Ne? Aber würdest du auch gerne in einem Elmo-Kostüm irgendwo rumcruisen? Und dann Drive-By anzetteln? Ja. Definitiv, Mann, das wäre auf jeden Fall mein Life, definitiv. Hier war wieder ein ganz klassisches Minecraft-Meme. Kann man auf jeden Fall auch drüber kichern, keine Ahnung. Die fand ich halt auch extrem gut, da gab es halt auch ein ganzes Subreddit von, fand ich auch extrem witzig. Aber ich habe nochmal einen kompletten Ordner mit extrem lustigen Minecraft-Crafting-Rezepten, die euch tot machen einfach.
Kennst du noch das super geile Minecraft-Witzebuch? Mhm. Ungefähr auf dem Niveau ist es so. In Köln? Ja, richtig. Mit Patrick? Das ist hier oben verlinkt, das Video. Könnt ihr euch anschauen. Gut, sehr gut, geil. Gut gemacht. Ah, mehr Klicks, sehr gut. Ja, das ist. Das Connect-Finger. Connect-Finger, Bestrafung und dann Bestrafung für Seitensprung. Disconnect-Finger. Und richtig dumm. Ja, keine Ahnung. So Mittelfinger auch noch. Ja, richtig, richtig. Kann man auf jeden Fall auch mal bringen. Wie gesagt, wenn man halt Bock hat, was Abgefucktes mit der Familie zu spielen, kann man sich da auf jeden Fall auch mal ein bisschen Spaß mit gönnen. Warum halt nicht, ne? Würdest du es mit mir spielen? Ja. Ja? Ja, lass mal machen. Ich warte noch auf den Moment, bis du sagst, verstehe ich einfach nicht. Da warte ich wirklich drauf. Ich bin aus dem Intelligenz. Hier ist schon Beispiel 1. Ja, ich liebe diese Memes. Excuse me, sir. Is this your name? Ja. And you're a political and military leader? Ja. Then that means you were the commander of Gestapo and Luftwaffe during World War II. Makes sense to me. Then do you pledge guilty to your actions and crimes? Nein! ist das Goebbels? Ja, Göring. Das ist Hermann Göring. Also, nochmal vielleicht ganz kurz den politischen Hintergrund zu diesem Meme zu geben. Genauso ist es damals bei den Nürnberger Prozessen abgelaufen. Er hat einfach gesagt, ja, das bin ich, ja, das habe ich gemacht. Und würden sie sich für schuldig bekennen? Nee. Kann man halt einfach mal diese bringen. Diese Memes sind so geil. Im Zusammenhang halt mit diesem Meme, mit diesem Ausweis von Patrick von SpongeBob auf jeden Fall extrem passend. Und ich habe mich so weggekickt, als ich das gesehen habe, Alter. Ist halt ein bisschen schwierig, sage ich mal. Wahrscheinlich wird das Video deshalb wieder monetarisiert. Mach's einfach weiter. Oh, Junge, ich wusste ganz genau, dass diese Reaktion von dir kommt bei so einem stumpfen Ding. Diese Penisnase. Hey, das ist keine Penisnase. Sieht deiner nicht so aus? Nee, meiner sieht nicht so aus. Scheiße. Okay. Nun? Should I took my dog to the vet? I would. Auch todesstumpf, aber ich weiß nicht. Es sieht auch eins zu eins aus wie ein Hund. Es ist ein Hund. Das gleiche gab es auch nochmal mit My Dog Has Autism, aber ich fand das halt nochmal viel, viel lustiger, weil er immer gesagt hat, I would, weil es halt ein Stück Holz ist. Ja, ach gut. So. Ja. Okay. Dieser Drecks 3 Tage Billo-Bart. Je länger man sich das Bild anguckt, umso lustiger wird es. Guck's dir an. Lil Potter? And the person in stone. Hier dieser Jay. So, das ist ein Zug dann hier ist das normal ein Zug? Ja, normal ist das ein Zug. Rauch. Dann schau dir Hedwig an mit der Gucci-Tasche. Lil Dumbledore. Ein Tiger einfach aus seinem Video. Hier irgendwelche Slurpees. Kann man auf jeden Fall auch machen. Ich weiß nicht. Diese Haare. Lil Pump auf jeden Fall ein großes Vorbild. Will immer so sein wie er. Ist halt auch saustumpf, aber kann man halt auch drüber kichern, oder? Ich will es mir auch immer drüber kichern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, jetzt wo ich mir sie so angucke, sind sie gar nicht mehr so lustig. Meine Lieblings- ja, jetzt weißt du, wie es mir immer geht. So beim ersten Mal denkst du dir so, boah, Bruder. So krank witzig und dann zeigt man das jemandem und dann denkt man sich so, unangenehm eigentlich. Naja, also, wie gesagt, ich... Ja, im Hintergrund wird irgendwer rasiert gerade. Machen wir mal weiter. Was haben wir hier? Lil Debbie oder Lil Debbie? Du bist echt hart auf dem Lil Pump-Film, ne? Junge, ich finde, das ist so ein krank lustiges Meme einfach. Fühlst du, oder? Fühlst du, als Kind immer. Wenn deine Mutter zu dir gesagt hat, kein Minecraft nach 8 Uhr und du immer dann erstmal... Wenn mein Vater so nach Hause gekommen ist, musste ich aufhören. Minecraft zu spielen? Ja. Wie alt warst du da? 12. Echt jetzt? Ja. Gibt's Minecraft schon so lange? Ja. Krass. Heftig. Connect 4, so fucking Wall Socket. Die fand ich halt auch extrem geil, diese Connect 4, wo halt sämtliche Abwandlungen gemacht worden sind. Also wie gesagt, einfach mal eine Gabel in der Steckdose rammen. Die wurden auch so richtig random, so komplett. Ja, die wurden halt komplett abgefahren. Ich habe noch so viele Abgefuckte davon, die man einfach nicht zeigen kann. Weil halt, wie gesagt, da fragt man halt sich dann wieder, wer lacht über sowas, ist sowas überhaupt erlaubt? Keine Ahnung. Disconnect Live Support, I'm ready son, finde ich halt auch ganz geil. So, weiß ich nicht. Es ist halt ein beliebtes Familienspiel. Wer kennt's nicht, Alter? Einfach mal Papa am Stecker ziehen und gucken, wie er stirbt. Macht er mit seiner Hand zu. Ja, richtig. Und dann dieses I'm ready, son. Wäre noch witziger, wenn es so noch ein älterer Dude wäre. Nee, der Vater ist halt noch sehr jung. Das macht's halt noch mal tragischer, weißt du? Und da in der Tragik liegt wieder der Humor, verstehst du? Immer so. Absolut. Connect Wall, wer kennt's nicht? The greatest vertical border building game, believe me. Sie mit dem Sombrero. Das ist natürlich auch extrem geil, wo es halt einfach darum geht, eine Mauer zu bauen in diesem Spiel. Also wie gesagt, die Connect 4 Memes haben mich komplett gepackt. Fand ich halt auch einfach so stumpf. Diese Feminism. I love you, Mommy. I have a boyfriend. Diese Feminism-Scheiße. Stellt euch mal vor, ihr sagt zu eurer Mutter, ich liebe dich. Dann sagt eure Mutter zu euch, ich bin verheiratet, was willst du von mir? Ich glaube, das ist gar nicht so wahrscheinlich. Das was? Nee. Cocaine, the classic illegal substance. Das hat so gar keinen Kontext mehr, aber er guckt so richtig auf. Das hat einfach nichts mehr damit zu tun. Aber ich, genau das finde ich halt so witzig hiermit. Ja, so, Und sie halt kommen. Ja, weiß ich nicht. The Classic. Warte. Wer kennt's nicht? The Classic Illegal Substance. Lass mal kurz nachmachen. Ich bin der Junge, du das Mädchen. Geile Zeit, Alter, geile Zeit. Ja, Thomas, wir sind am Ende angelangt. Und wie oft musstest du, oder? Na, gar nicht. Gar nicht eigentlich, nee. Ne? Mm-mm. Sollen wir das Video überhaupt hochladen? Nee. Eigentlich nicht, oder? Lass es auf meinen Kanal. So. Leute, bevor das Video über Thomas kommt, laden wir es dann doch lieber bei mir hoch. Das war's mit meinen drittliebsten Memes, die
family-friendly, ach, nicht mal das, sozial zum gewissen Prozentsatz vertretbar gewesen sind, weil alles andere, worüber ich lache, ist dermaßen schwarz. Ja, kennst du das, wenn du so harten Humor gewöhnt bist? Dass man über normale Sachen nicht mehr lachen kann. Echt so, und dann, wenn du den Leuten das Normale zeigst, dann denken die, was bist du denn? Das ist so, wenn ungefähr meine Mutter einen Fritzenwitz raushaut und weint und am Tisch liegen, ich halt dann sehe, wie nebenan ein Bestattungsinstitut brennt und ich mir dann halt erst den Arsch ablache. Also das ist halt wirklich, ja, weiß nicht, irgendwie das Internet, ach, ey, ist ja auch egal. Leute, schau bei Thomas vorbei. Ich hoffe, ihr habt auch gehaart und hihihit. Demnächst gibt es auf jeden Fall eine Menge Ankündigungen zu meinem eigenen Subreddit. Da können wir uns dann auf ganz perversen Meta-Ebenen austauschen, wenn ihr darauf Bock habt. Schau bei Thomas vorbei. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss.